Wir sind hier im Zentraldepot der Stiftung Historische Museen Hamburg und hier wird ein Großteil unserer Sammlung aufbewahrt. Ich bin am Museum für Hamburgische Geschichte Kurator fürs 20. und 21. Jahrhundert sowie für Hamburg in der Gegenwart. Das heißt, ich betreue die Sammlung von ungefähr 1918, 1919 bis in die Gegenwart und ich konzipiere die Dauerausstellung im Rahmen der Modernisierung ab 1945. Die Sammlung und das Sammeln ist ein ganz wichtiger Aspekt meiner Arbeit. Zum einen muss die vorhandene Sammlung erforscht werden. Was sind eigentlich für Objekte in den Sammlungen da? Wie können wir mit denen umgehen? Welche können wir zeigen? Welche bieten sich für spezielle Themen an? Zum anderen akquiriere ich aber auch ganz viele Objekte für Themenbereiche, wo wir noch Lücken in unseren Sammlungen aufweisen. Bei dem Objekt neben mir handelt es sich um einen KVZ 85, ein Kabelverzweiger 85. Das Objekt kennen vielleicht viele aus dem Stadtraum, es ist sehr geläufig. Warum haben wir es in die Sammlung aufgenommen? Nicht nur deshalb, weil es ein Stadtmobiliar der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist, sondern vor allem natürlich, weil es drei Werke von Walter Josef Fischer trägt, in Hamburg vielen besser bekannt als OZ. Ein wichtiger Aspekt unserer Planung ist, dass wir zukünftig eine Vielfalt von Themen in den Ausstellungen haben und dort diesen Themen einen Raum geben. Ein Thema ist hier in dem Fall Graffiti. Wir bewerten diese Graffiti auf dem Stromkasten als Kunst, als Kunstwerk und subkulturelle Strömungen sollen ihren Platz finden.